Der spricht jetzt zu uns, der Sprecher der Berliner Friedensinitiative Möhring. Ich habe für uns mal aufgeschrieben, welche Kriege derzeit stattfinden und die uns, worüber uns Nachrichten erreichen. Und ich habe das einfach mal in einer alphabetischen Reihenfolge aufgelistet. Afghanistan, Gaza, Irak, Jemen, Libyen, Mali, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien, Ukraine und Zentralafrika. So, was greife ich mir da raus? Ich habe nur eine Viertelstunde. Da habe ich gedacht, das Wichtigste ist erst einmal darauf hinzuweisen, wohin die Militärintervention von USA und NATO geführt haben. Und das bezieht sich ja auf den Krieg gegen den Terror, den sogenannten. Und da haben die IPPNW Studien in Auftrag gegeben. Derzufolge ist es so, dass im Irakkrieg seit 2003 mindestens 1 Million Menschen direkt getötet worden sind. Für Afghanistan liegt die Schätzung für alle Kriegstoten bei 180.000 bis 240.000 und für Pakistan, dessen Bürgerkrieg und der Drohnenkrieg der USA eben direkte Folgen des Angriffs auf Afghanistan sind, in Pakistan bei 80.000 Toten. Der NATO-Krieg gegen Libyen forderte etwa 50.000 Tote. Diese westlichen Kriege haben die Lage in den betroffenen Ländern massiv verschlechtert. Sie zerstörten die Infrastruktur, die Lebensgrundlagen und zerrütteten die Gesellschaften. Nach dem Rückzug nahm die Gewalt zu. Trotzdem setzt die NATO inklusive der Bundesregierung seit 20 Jahren darauf, ihre Armeen fit für den weltweiten Militärinterventionismus zu machen. Ich finde diesen Weg grundfalsch. Ich lehne Auslandseinsätze der Bundeswehr strikt ab. Der Hilferuf von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist Ausdruck der außerordentlich prekären Lage. UNICEF steht in seiner Geschichte vor einem Novum. Noch nie musste es 4 Nothilfeeinsätze der höchsten Dringlichkeitsstufe gleichzeitig bewältigen. Besonders dramatisch sei die Lage im Irak, Südsudan, Syrien und Zentralafrika. Und dabei ist noch nicht einmal die extreme Situation der Kinder in Gaza berücksichtigt. Ich möchte da nur eine Zahl nennen. Die UNO geht davon aus, dass in Gaza jedes Kind nach dem 50-Tage-Krieg eine psychologische Unterstützung braucht. Das sind über 400.000 Kinder. Ein Psychologe zählt die Symptome der Kinder auf. Unruhe, Bettnässen, Albträume, Konzentrationsverlust, Aggressivität, asoziales Verhalten und massives Unsicherheitsgefühl. Das seien keine posttraumatischen Belastungsstörungen. Das Post gäbe es nicht, denn die Traumata des letzten Krieges in Gaza, seien noch nicht verheilt, wenn es wieder losgehe. Hier wird deutlich, dass der Krieg zwischen Israel und den Palästinensern keine Probleme löst, sondern sie von Krieg zu Krieg vergrößert. Die Gewalt ist irrsinnig. Sie gebiert neuen verzweifelten Hass und schafft neue Gewalt. Radikalität und Kompromissunfähigkeit nehmen zu. Es ist höchste Zeit, endlich aus der Gewaltspirale auszusteigen. Bleibt es nur bei einem Waffenstillstand und einer kontrollierten Aufhebung der Blockade, ist der nächste Krieg programmiert. Denn nach diesem Krieg herrscht dieselbe Situation, die zu diesem Krieg geführt hat. Es ist Zeit für eine umfassende Nahostfriedenslösung, die man nicht den USA allein überlassen kann.
Alle ungeklärten Fragen müssen unter dem Dach der UNO mit den Beteiligten und ihren Schutzmächten in der Region und außerhalb verhandelt werden. Im Rahmen einer solchen Konferenz müssen auch die Massenvernichtungswaffen in der Region thematisiert werden. Die Lippenbekenntnisse der Bundesregierung für eine Zwei-Staaten-Lösung sind unzureichend. Sie muss hier endlich diplomatische Verantwortung übernehmen und handeln. Im Folgenden will ich mich nur auf zwei der genannten Konfliktfelder beschränken, den Nordirak und die Ukraine. Deutschland ist der größte Waffenexporteur der Europäischen Union und der drittgrößte weltweit im Zeitraum von 2009 bis 2013. Insbesondere der Waffenexport in Länder außerhalb von EU und NATO trägt zu dieser traurigen Spitzenstellung bei, denn dieser hat sich in den letzten 10 Jahren unter Merkel verdreifacht. Dies im Widerspruch zu den Richtlinien, wonach in diese Länder nur restriktiv exportiert werden soll. Rüstungsgüter gehen in 136 Länder, Spannungsgebiete eingeschlossen. Am vergangenen Wochenende beschloss die Regierung erstmals, in einem akuten Krieg Waffen an eine Konfliktpartei zu liefern, als Nothilfe für die kurdischen Peschmerga deklariert, damit diese sich gegen Angriffe des grausam vorgehenden Islamischen Staats IS verteidigen können. Ein Tabubruch. Diese deutschen Waffenlieferungen, ihr Wert beträgt 70 Millionen Euro, sind kein Pappenstiel. Mit 24.000 Sturmgewehren und Pistolen sowie 8 Millionen Schuss Munition und 4.000 Antipanzerpaketen sollen 4 kurdische Großverbände von jeweils 4.000 Mann ausgerüstet werden. Damit wird die mit Abstand größte Armee der Kurden noch weiter aufgerüstet. Dabei hatte das 100.000-Mann-Heer der Peschmerga die flüchtigen Jesiden und Christen gar nicht verteidigt, sondern im Stich gelassen. Und das nicht etwa, weil sie nicht über geeignete Waffen verfügten, denn sie haben sogar Kampfpanzer. Das wirft gravierende Fragen auf. Werden die Waffen tatsächlich nur zur Verteidigung eingesetzt, wie angeblich verabredet, oder dienen sie in Kombination mit schweren Waffen dazu, den Kurden des Nordirak die angestrebte staatliche Unabhängigkeit zu sichern? Das wäre allerdings katastrophal. Zum einen wäre es völkerrechtswidrig und zum anderen würde es den Irak in 3 Teile teilen. In einen kurdischen Norden, einen schiitischen Süden und eine sunnitische Mitte. In dieser Mitte würde Bagdad mit seiner schiitischen Mehrheit zu liegen kommen. Die Gewalt würde sich noch verstärken. Eine weitere Frage: Was ist mit dem Endverbleib der Waffen? Wo Waffen letztlich bleiben, kann kaum kontrolliert werden, schon gar nicht im Waffenbasar Nahost. Erinnern wir uns daran, dass im Irak seit 7 Jahren 110.000 Gewehre und 80.000 Pistolen vermisst werden, die von den USA geliefert wurden. Eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung lehnt Waffenexporte ab, auch diese in den Nordirak. Ich frage, wann nehmen Regierung und Bundestag endlich wahr, dass sie dem Volk zu dienen haben? Wäre es nicht viel wichtiger, dafür zu sorgen, dass der immense grenzüberschreitende Warenhandel der IS, insbesondere mit der Türkei, unterbunden wird? Und dass der Zulauf von Dschihadisten zum IS aus der Türkei verhindert wird? Wie kann es angehen, dass die Sponsoren der IS in Saudi-Arabien, Kuwait und Katar weiter mit gewaltigen Waffenexporten aus Deutschland rechnen können? Der Konflikt im Irak kann nicht mit Waffengewalt gelöst werden, sondern nur durch Verhandlungen. Hier muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Kurden und Schiiten es schlicht und ergreifend mit einem Aufstand der Sunniten im Irak zu tun haben. 2003 wurde als Folge des völkerrechtswidrigen Krieges der USA und seiner Koalition der Kriegswilligen die herrschende Baath-Partei mit ihrer gesamten Armee aufgelöst
und von der politischen Teilnahme ausgeschlossen. Nun hat sich ein sunnitisches Bündnis von sich barbarisch gebärenden Islamisten, ehemaligen Offizieren Husseins und sunnitischen Stämmen erhoben. In diesem Bündnis im Irak stellt der IS eine zahlenmäßige Minderheit. Weniger als 20% der etwa 60.000 Kämpfer zählen zum IS. Das sunnitische Bündnis ist instabil, denn säkulare Sunniten haben kein Interesse an einem totalitären Kalifat. Ich denke, es kommt politisch darauf an, Stämme und Baathisten gleichberechtigt in den politischen Prozess des Iraks jetzt einzubeziehen. Damit wäre das sunnitische Bündnis gesprengt und der IS isoliert. Waffen an kurdische Separatisten zu liefern, ist in jedem Fall ein falscher Weg. Ich fordere die Regierung auf, die Entscheidung rückgängig zu machen. Stoppt den Waffenexport. Der Krieg in der Ostukraine ist eskaliert. Er hat bereits 3.000 Tote gefordert und 1 Million Menschen in die Flucht getrieben. Wenngleich seit Freitagnachmittag eine Waffenruhe ausgerufen ist, überwiegt die Skepsis, ob sie wirklich hält. Der Konflikt ist seit Ende des Kalten Krieges der gefährlichste in Europa. Mit Russland und den USA treffen atomare Großmächte aufeinander. Eine militärische Lösung kann und darf es nicht geben. Dieser Konflikt muss politisch gelöst werden. Wenn nicht, möchte ich mir die Konsequenzen nicht ausmalen. Lösen aber wie? Die Kontroverse beginnt mit der Ursachenanalyse. Holzschnittartig herrscht im Westen folgende Lesart vor. Putin ist schuld. Er will die Revision der Niederlage im Kalten Krieg. Also zurück zur Stärke der Sowjetunion. Die Krim war der erste Streich, die Ukraine soll der zweite sein. Balten und Polen leben in Furcht vor dem russischen Bären. Wo ist Schluss mit der russischen Aggression? Wenn diese Analyse stimmt, dann ist folgerichtig gedacht, muss der Westen den unterstellten russischen Vormarsch zum Stoppen bringen. Sein Rezept? Sanktionen, NATO-Truppen an die russischen Grenzen verlegen, Militärmanöver durchführen, Rüstungshaushalte hochfahren, Beistandsversprechen festigen, superschnelle Eingreiftruppe aufbauen, Hauptquartier in Polen ausbauen, ukrainische Armee umfassend stärken. Die Frage ist, befördert dieser Konfrontationskurs russisches Einlenken? Eher nicht. Russland ist mit der Art der Konfliktlösung nicht einverstanden. Es droht Gegenmaßnahmen an. Man liest, eine Änderung der Militärdoktrin soll den Ersteinsatz taktischer Nuklearwaffen ermöglichen. Damit finden wir uns alle in der sattsam bekannten Situation des Wettrüstens wieder. Was ist gut daran? Wo wird das enden? Ich teile die im Westen vorherrschende Analyse nicht. Ich sehe Russland in der Defensive. Das hat 1945 damit begonnen, dass die USA eine atomare Aufrüstung begann, die das Ziel Sowjetunion hatte. Diese Aufrüstung bedrohte die Sowjetunion 45 Jahre lang in seiner Existenz und den ganzen Planeten gleich mit. Nach dem Sieg der NATO im Kalten Krieg wurde die angedachte Partnerschaft mit Russland durch die Osterweiterung zuerst der NATO, dann der EU konterkariert. Die USA kündigten das Abkommen über Raketenabwehr mit Russland und wollen Raketen in die Nähe der russischen Grenze aufstellen. Russland fühlt sich nach den jahrzehntelangen schlechten Erfahrungen mit der NATO bedroht und lehnt diese westlichen Maßnahmen ab. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verletzt die strategischen Kerninteressen Russlands. Russland baut dagegen Widerstand auf. Die Einnahme der Krim und der Aufstand im Donbass sind kein Element einer strategisch angelegten russischen Großmachtstrategie, sondern lediglich eine Reaktion auf den Putsch
pro-westlicher, neoliberaler und einer faschistisch durchwirkten Regierung in Kiew, die eine Westintegration in EU und NATO anstrebt. Käme das durch, würde die Ukraine ihre Funktion als Puffer zwischen Russland und NATO verlieren. Wenn diese Analyse richtig ist, muss die Konfliktlösung darin bestehen, der souveränen Ukraine dauerhaft einen neutralen Status zu geben. Folglich verschärfen aktuelle Bestrebungen, die Blockfreiheit des Landes wieder aus der Verfassung zu streichen, den Konflikt. Deutschland und Frankreich haben 2008 maßgeblich verhindert, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Ich fordere die Bundesregierung auf, sich für die Festschreibung der ukrainischen Neutralität auf Dauer einzusetzen. Darüber hinaus bedarf es politischer Vereinbarungen, damit die Beziehungen in Europa nachhaltig stabil werden. Die NATO-Russland-Akte ist unzureichend. Im konventionellen Bereich herrscht ein vertragsloser Zustand. Da der KSE-Vertrag gekündigt ist, sind nationale Obergrenzen für Soldaten, Panzer, Artillerie, Kampfflugzeuge und Kampfhelikopter zwischen dem Atlantik und dem Ural aufgehoben. Ich plädiere dafür, unverzüglich mit Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen zu beginnen, die an den guten Erfahrungen mit dem KSE-Abrüstungsvertrag anknüpfen. Das heißt, niedrige Obergrenzen bei schweren Waffen des Heeres und der Luftwaffe sowie bei Raketen und Marinen. Flankenregelungen, die Obergrenzen in grenznahen Regionen festlegen, tragen zusätzlich zur Stabilität bei. Ich frage, ist es nicht endlich an der Zeit, 25 Jahre nach Ende des Kalten Krieges damit zu beginnen, das gemeinsame Haus Europa mit Leben zu erfüllen, wegzukommen von der Konfrontation hin zur Gestaltung der gemeinsamen Sicherheit? Bietet die Krise nicht eine Chance, um die Atomwaffenarsenale aus Europa fortzuschaffen, die Raketenabwehr und die Osterweiterungsabsichten der NATO aufzugeben? Wenn nicht jetzt, wann dann? Freundinnen und Freunde, Bundespräsident und Regierung schicken sich an, die Zustimmung der Bevölkerung für weltweite Bundeswehreinsätze zu gewinnen. Noch in dieser Legislaturperiode kommt das vor 20 Jahren begonnene Aufrüstungsprogramm, das 100 Milliarden Euro verschlang und die Bundeswehr weltweit angriffsfähig machen soll, zum Abschluss. In 2 bis 3 Jahren wird es erstmals möglich sein, mit einer Flotte von 40 Military Airbussen, 11.000 Hightech-Infanteristen samt neuen Schützenpanzern, neuen Kampf- und Transporthubschraubern in jede Kampfzone der Welt zu befördern. Mit Korvetten und Fregatten wird Landbeschuss aus hunderten Kilometern Entfernung möglich und 600 Marschflugkörper können von deutschen Eurofightern gestartet noch nach 500 Kilometer Flug 4 Meter Beton durchschlagen. Optimiert werden sollen die Auslandseinsätze erstmals durch Kampfdrohnen. Als Begründung dafür wird der unmittelbar notwendige Schutz von Soldaten angegeben. Aber das ist nur eine Teilwahrheit. Darüber hinaus sind schon jetzt Einsatzszenarien mit Kampfdrohnen angedacht zur Durchsetzung von Flugverbotszonen, zur Sicherung von erobertem Territorium, Gefechtsfeldeinsätze in der Stadt und auf See. Kampfdrohnen revolutionieren die Kriegführung. Sie sollen Kampfflugzeuge und Kampfhelikopter ersetzen. Die Forschungsabteilung des UN-Pentagons empfiehlt, jedes Kriegsschiff der USA mit Kampfdrohnen auszustatten, die 900 Meilen weit fliegen. Warum 900 Meilen? Weil man herausgefunden hat, dass 98% aller Menschen 900 Meilen entfernt von einer Küste leben und somit von Kampfdrohnen
bekämpfbar werden. Davon abgesehen warnen Experten vor der Einführung von Kampfdrohnen, weil damit der Weg in die Autonomisierung beschritten wird, der den Menschen schrittweise aus dem Prozess herausdrängt. Am Ende dieser Entwicklung fällt die Kampfdrohne selbstständig die Entscheidung zum Waffeneinsatz. Eine Pentagon-Langzeitstudie strebt genau diese Autonomisierung der Kampfdrohnen an. Je eher dieser Irrweg verlassen wird, desto besser. Deshalb zum Abschluss noch eine Bitte. Unterstützen Sie die bundesweite Unterschriftensammlung Kampfdrohnen ächten und nutzt den Global Action Day gegen Kampf- und Überwachungsdrohnen am 4. Oktober für eine Aktion vor Ort. Vielen Dank.